Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen sonnigen guten Tag. Oder ganz viele Sonne schicke ich dir mal rüber hier. Ich sitze hier gerade mit meinem Einhorn. Das ist so ein süßes Teil. Das ist im Sommer im Pool. Und da kannst du noch was zum Trinken reinmachen. Ein Glas oder ein Becher reinstellen. Das hat jetzt den Platz gerade hier auf der Couch. Ich wollte dich eigentlich mit an den Pool nehmen, aber es ist gerade so windig draußen. Da verstehst du mich nicht gut. Mit Wind nicht so gut. Ich war auch gerade in den Tiefen der Winterkleider versunken, weil wir ein paar Tage nach Deutschland wieder fliegen und wollte tatsächlich einen Winterpulli mir rausholen. Aber ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich alle Winterpullis, dicken Winterpullis losgelassen. Kein einziger mehr da. Aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt hier mit dir sprechen möchte. Ich würde dir gerne mal ein paar Impulse schenken, was es mit Unzufriedenheit auf sich hat. Kennen wir alle so die Situationen, dass wir unzufrieden sind, mit was auch immer. Mit unserem Leben grundsätzlich, mit der Partnerschaft, mit dem Kontostand, mit dem Beruf, mit der familiären Situation. Mit was auch immer, du kannst das auf alle Bereiche beziehen. Was hat es damit auf sich? Es ist immer, immer, immer eine leise Botschaft von deiner Seele oder von deinem wahren Wesen, vom Universum, ganz gleich, welchen Namen du der Instanz jetzt geben möchtest. Nennen wir es das Universum, das ist vielleicht nur am besten vorstellbar und auch am wenigsten behaftet mit irgendwelchen Glaubenssätzen wie Gott oder sowas. Oder wahres Wesen, das unendlich große wahre Wesen, das ja jeder von uns in Wahrheit ist. Wir haben diesen Körper zwar wie so ein Tauchanzug, aber wir sind ja nicht dieser Körper. Wir sind alle unendlich große Energiewesen. Und das ist nichts anderes, Unzufriedenheit, die leise Sprache deiner Seele, dass es da gerade in dem Bereich deines Lebens, wo du unzufrieden bist, ganz gleich, welcher Bereich das ist, dass da viel mehr für dich möglich sein muss und auch ist, als du bis eben lebst. Wie wäre es, diese Botschaft wirklich mal so zu erkennen, dass jedes Mal, wenn du so eine Unzufriedenheit in dir spürst und wirklich egal in welchem Bereich, dass das nichts anderes als ein Hinweis ist, dieses Gefühl der Unzufriedenheit, dass vielmehr in diesem Bereich oder in diesen Bereichen, wenn es mehrere Bereiche in deinem Leben gibt, wo du unzufrieden bist, vielmehr für dich möglich ist, als du es bis eben lebst. Jeder von uns erschafft sich ja seine Lebenswirklichkeit selbst. Krisen im Außen dürfen im Außen bleiben. Wir haben immer die Chance und die Wahl, uns zu entscheiden. Krisenthemen im Außen, mache ich es zu meinem eigenen Thema? Oder erlaube ich mir, in meine wahre Größe zu gehen und die Dinge in meinem Leben mir so einzurichten, so zu gestalten, wie ich selbst es wirklich haben möchte? Und es hat auch absolut nichts mit Egoismus zu tun. Stell dir mal vor, jeder Mensch würde ab jetzt, ab diesem Moment in seine wahre Kraft und Größe gehen, würde wirklich seinem Herzen, seiner Seele folgen, würde wirklich in die Liebe mit sich selbst kommen. Wahre Selbstliebe. Liebe kann niemals verletzen. Was für eine Welt hätten wir dann im Außen? Also, mit anderen Worten, auch die Veränderung, die du gerade im Außen gerne hättest, die fängt immer bei uns selbst an, bei dir selbst fängt die Veränderung an. Und da sind Unzufriedenheitsgefühle, in welchem Bereich auch immer, 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 immer ein Hinweis von deiner Seele, die dich darauf aufmerksam machen möchte, hey, da ist mehr für dich möglich, als dass du bis eben lebst. Weil rein von unserer, von der Evolution her, von unserer Veranlagung her, Wollen wir neue Dinge lernen? Wollen wir wissen? Wollen wir Neues lernen? Wollen die Welt entdecken? Wollen neue Dinge erkennen, lernen und
Ja, das ist der Grund, warum wir mal hierher gekommen sind. Diese Lern- und Wissbegierde und auch der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach neuem Entdecken, was ganz natürlicherweise ja in uns angelegt ist, es ist nur mit zunehmendem Alter verschüttet worden. Das ist einfach unserer Natur entsprechend. Neues zu lernen, neu zu wachsen, neue Dinge zu entdecken. Mein Beispiel, damit du ein bisschen besser merkst oder erkennen kannst, wovon ich hier spreche. In der Schule, wie wissbegierig waren wir, als es darum ging, dass wir lernen durften zu rechnen, als wir lernen durften zu schreiben. Die anderen Bereiche, die anderen Fächer lasse ich mal außen vor. Da sind wir ja nie wirklich in unserer Persönlichkeit gefördert worden. Da ist ja jeder von uns in die Box gesteckt worden, ob er jetzt sich für Zeichnen, Malen, Erdkunde, Chemie, Physik interessiert hat oder nicht. Der Stoff musste halt irgendwie rein. Ja, ob es uns interessiert hat oder nicht, anderes Thema. Aber wir waren wissbegierig, auch schon bevor wir in die Schule gekommen sind, wollten wir lernen. Wir wollten das ABC lernen, wir wollten schreiben lernen, wir wollten lesen lernen und auch rechnen. Ja? Und da ist es uns auch schon mal passiert, unter Umständen, dass wir so als Streber hingestellt wurden. Und da hatten wir aber gleichzeitig auch das Bedürfnis, dazugehören zu wollen zu anderen. Und so haben wir zum Teil unsere Wissbegierde, weil wir ja nicht als Streber hingestellt werden wollten, ja auch unterdrückt und haben aufgehört, dieser natürlichen Instanz in uns tatsächlich zu folgen. Im späteren Erwachsenendasein haben wir immer mehr und mehr dann auch aufgehört, neue Dinge zu lernen, zu erkennen, die Welt zu entdecken, weil wir angefangen haben, uns Geschichten zu erzählen, dass das jetzt nicht geht, dass das jetzt nicht funktioniert oder bla bla bla. Welche Geschichten auch immer du dir da selbst erzählst, dein Kopf, eine Instanz in dir erzählst. Und schau mal, es steht doch nirgendwo, egal wie spirituell oder nicht spirituell du jetzt gerade unterwegs bist. Es steht doch nirgendwo geschrieben im universellen Feld, dass ausgerechnet für dich irgendetwas nicht möglich ist. Das steht doch nirgendwo geschrieben. Jeder von uns kommt doch aus der gleichen Quelle. Ich nenne das immer gern die Quelle allen Seins. Und jeder von uns hat diesen Körper mal eingenommen, wie ein Tauchanzug. Um es dir mal bildlich mit auf den Weg zu geben. Und jeder von uns ist hierher gekommen, um die Welt zu entdecken, um zu forschen, um zu schauen, was ist sonst noch möglich. Wir hatten keine Verknüpfungen, dass irgendwas nicht möglich ist. Und je mehr wir dann diese Neugierde, diese Wissbegierde, dieses Erforschen der Welt, dieses Entdecken der Welt, was auch immer und wie auch immer das für dich ausschaut, unterdrückt haben, umso größer ist die Unzufriedenheit geworden. Je mehr wir uns auch oder je weniger wir uns auch erlaubt haben, die Geldenergie in unser Leben fließen zu lassen, die es letzten Endes ja auch dazu braucht, wo wir uns Geschichten erzählen. Naja, ich bin nicht der Typ dafür, das brauche ich nicht oder ist nicht mein Ding, passt nicht zu mir oder was auch immer. Wenn du da radikal mal ehrlich zu dir bist, dann findest du die dahinterliegenden Themen, warum du es dir bis eben nicht erlaubst. Weil es ist alles für dich möglich. Wir selbst entscheiden immer, was erlaube ich mir in meinem Leben, was lasse ich in mein Leben, wie lebe ich, wo lebe ich, in welcher familiären Situation möchte ich leben, in welcher finanziellen Situation möchte ich leben und. Niemals jemand anderes. Und die Unzufriedenheit ist nichts anderes als der innere Wegweiser vom Universum, von deiner Seele, von deinem Herzen, ganz gleich welchen Namen wir dieser Instanz geben.
dass viel mehr für dich möglich ist, als du es dir bis eben erlaubst. Wie wäre diese Sichtweise jetzt mal auf die Bereiche in deinem Leben, wo du bis eben unzufrieden bist? Das sind alles Dinge, wo du dich auch dafür entscheiden kannst, dich begleiten zu lassen, dass wir da gemeinsam diese Themen lösen, gemeinsam auch den wahren Sinn deines Lebens, deinen Seelenplan entdecken, weil da ist einfach so viel im Unbewussten auch verborgen, auch dein Seelenplan ist im Unbewussten verborgen. Sonst würden ja alle, wenn er bewusst wäre, wenn man nur irgendwo mit dem Bewusstsein oder dem Unterbewusstsein ein bisschen arbeiten bräuchte, dann würden ja wahrscheinlich doch, gehe ich mal von aus, jeder seinen Seelenplan entdecken und leben. Nur die tiefen Themen, die im Unbewussten verankert sind, die verhindern es einfach, dass man selbst da dran kommt. Und deshalb braucht es immer jemanden im Außen, wie in der Schule haben wir auch jemanden gebraucht, der uns beigebracht hat, rechnen, lesen und alles andere eben auch. Im Elternhaus haben wir die Eltern gebraucht, die uns gezeigt haben, wie wir uns ankleiden, wie wir Zähne putzen, wie wir Haare kämmen, wie wir uns die Fingernägel schneiden. Alles Mögliche haben wir immer von jemand anderem gelernt. Und hier haben wir jetzt die interessante Ansicht, nö, das kriege ich alleine hin. Kann nicht funktionieren, widerspricht jeglichen Naturgesetzen. Das wollte ich mal eben rasch mit dir teilen, bevor ich jetzt in den Zoom-Call verschwinde und eine neue Akademikerin im internen Bereich begrüße. Da freue ich mich jetzt mega drauf. Da werden wir schon mal gleich so einiges lösen und einiges vom Kopf auf die Füße stellen oder von den Füßen auf den Kopf. Also was ich immer so nach dem Start höre ist, es ist so eine tonnenweise Last von mir gefallen. Ich sehe so viel klarer. Ich habe so zum ersten Mal wirklich den Zugang zu mir selbst gefunden jetzt. Also deshalb freue ich mich da jedes Mal auf das ganz besondere Startmentoring in der Akademie, im Einzelcall, um da die Basis zu legen, um ein neues Lebenshaus einfach zu gestalten. In diesem Sinne, du weißt, wie du mich findest. Klick auf den Link, den du hier im Steckbrief irgendwo in der Nähe des Videos findest. irmgard-bronda.de/Begleitung. Trau dich, hüpf in die Akademie, lass uns sprechen und lass uns ja mal die Dinge aus deinem Innersten hervorholen, die in dir verborgen sind, die eigentlich ans Licht möchten, die eigentlich gelebt werden möchten. Und wie viel mehr kannst du da beginnen, mal wieder hier an Einhörner zu glauben, mit anderen Worten. Es ist viel mehr möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. Oder wie Shakespeare gesagt hat, es gibt viel mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit euch träumen lässt. Das gilt für jeden von uns. Also, trau dich, melde dich an oder buch dir erstmal ein Gespräch, damit wir erstmal schauen, wie genau so eine Begleitung für dich ausschaut, um da wirklich von A nach B zu